Moinsen, ich begrüße euch zu einem neuen Einkaufsvideo. Diesmal keine Lebensmittel, kein Alltagseinkauf, sondern wir waren in Aktion, weil wir haben viele Äpfel und so weiter in unserem Garten. Und die wollen wir jetzt mal ein bisschen einkochen. Da haben wir so Gläser gekauft und Marmelade machen. Also die haben wir jetzt in polnischen Aktion gekauft. Da kostet so ein Glas umgerechnet 2,82. Da hat ein Liter Platz. Und die kleinen Gläser kostet 1,88 Cent. Da haben wir natürlich mehr gekauft, als wie die paar, die jetzt hier auf dem Tisch stehen. Dann haben wir noch Palmolive mitgenommen, 1,08 €. Und hier die Dorfseife. Da sind insgesamt in dem Paket vier Seifen drin. Da hier sieht man es, 4 mal 100 Gramm. Kukumba, das ist Gurke. Kostet 11,85 €, also 2,57 für vier Seifen wohlgemerkt. Dann habe ich hier noch Kühlakkus gekauft, weil wir haben, wenn man einkaufen geht, ich habe zwar eine Kühlbox im Auto, die mit 12 Volt läuft, aber zusätzlich tue ich dann noch die Akkus rein, damit die dann schneller runtergekühlt ist. Bei 74 Cent für zwei Akkus zusammen, da muss man nicht so auf den Pfennig schauen, das ist okay. Und hier Fußmaske 96 Cent und Päckle. Was jetzt interessant war, ja gut, ich habe hier noch für mich ein Brillenetui für 98 Cent gekauft. Was jetzt hier aber interessant ist, ist diese Backform. Ich habe bisher ja nur runde Backformen als Springform benutzt. Hier sieht man es, das ist eine Springform. Und was ich interessant finde, ich kann es jetzt gar nicht, ich muss die jetzt mal kurz aufmachen. Muss das zerreißen hier, weil ich will das jetzt sehen. Wenn man die nämlich öffnet, diese Springform, dann sieht man hier der innere Boden, der ist etwas erhöht und die Springform, die sitzt dann quasi hier außen drin. Das geht dann nach unten und dann ist der Kuchen ein bisschen erhöht und wenn man das dann wegmacht, diese Backform. Und dann kann man den schön hier wegnehmen, wegheben. Weil ich habe ja neulich Brownies gebacken mit einer runden Backform. Okay, es ging zwar auch. Ich hatte noch eckige Backformen, aber keine mit Springform, die man öffnen kann. Und wenn die geschlossen ist an der Seite, ne? Wenn man also das hier nicht abmachen kann, sondern wenn die geschlossen ist, dann ist der Kuchen da in der Mitte drin. Wie bringt man den dann raus? Wenn man schneidet mit dem Messer, dann beschädigt man hier die Beschichtung und sonst kommt man mit nichts da dran, um das wieder rauszumachen. Und hier hat man halt die Springform, die macht man dann hier auf und zu. So und so ist sie zu. Und ja, was hat jetzt die gekostet? Umgerechnet 6,51. Die ist jetzt 28 mal 18 cm. Die werde ich demnächst mal ausprobieren. Da werde ich was backen. Und ich war auch noch in Squashelec in einem Chinesenmarkt. Da habe ich gekauft eine quadratische, die hier ist eckig, eine quadratische Springform. Na, wo ist es? Hier ist der Verschluss. Und die hat 8,67 gekostet. Da war also die Aktion billiger. Hier haben wir, das ist 24 mal 24 Zentimeter und 6,8 in der Höhe.
Und was hat der an Höhe? Das steht jetzt hier nicht drauf, aber die sind gleich hoch, wenn ich die nebeneinander stelle. Na, die sind gleich hoch. Ja, man muss Boden auf Boden stellen. Na. Und ich denke, dass die besser ist, weil da der Boden erhöht ist. Während bei der sehe ich, bei der hier, da sehe ich da innen drin, dass der Boden einen leichten Rand hat unten und der Rand seitlich an dem Boden anliegt. Na, da ist also dann ein kleiner Absatz, wenn man den Kuchen dann da rausnehmen will. Dann muss man wieder ein bisschen rumfummeln. Aber gut, ausprobieren werde ich es bei Gelegenheit mal. Aber die hier, die begeistert mich wirklich hier. Aber da muss ich sagen, also der Aktion ist da um 2 Euro billiger gewesen und die Form ist auch noch größer wie die andere. Und apropos billiger, ich habe ja in der Aktion noch so eine Schüssel gekauft. Die hat gekostet 1,08 und ich habe genauso eine Schüssel auch in dem Chinesenmarkt gekauft. Die ist ganz genau gleich groß. Siehst du, die passen genau und die hat da 2,50 gekostet. Also doppelt so teuer wie die Schüssel in der Aktion, obwohl sie beide ziemlich gleich sind. Die graue passt in die andere rein. Das, wenn ich vorher gewusst hätte, hätte ich die gleich in der Aktion gekauft und nicht. Ja, die aus dem Polenmarkt scheint ein kleines wenig größer zu sein. Also von der, wenn man hier die Höhe vergleicht, also ist die da ein bisschen größer wie die, aber trotzdem rechtfertigt das nicht den doppelten Preis. Und weil wir gerade dabei waren, in dem Chinesenmarkt habe ich mir für mich noch so eine Mütze gekauft. Die hat 9,90 gekostet, also 2,15. Für 2,15 Euro kann man sowas mal mitnehmen. Dann so ein Haarpflegesitz zum Anrühren für Haarmasken oder Haarfarbe und so weiter. Das hat meine Frau noch mitgenommen. Was hat denn das gekostet? 1,52. Ist eine Schüssel dabei zum Anrühren und 2 Pinsel. Das stammt aber nicht aus dem Aktion, sondern das stammt jetzt aus dem Chinesenmarkt. In dem Chinesenmarkt habe ich übrigens separate 2 Videos gemacht. Einmal in der Mischmaschabteilung, wo solche Sachen zu kaufen waren, und einmal in der Klamottenabteilung. Die Videos, die werde ich euch am Schluss verlinken. Ich weiß jetzt noch nicht, welches Video, aber ich dieses, was ich hier gerade drehe, zuerst veröffentliche, oder das mit dem Chinesenmarkt. Ja, und hier habe ich noch was mitgenommen für die Frau, ein schönes Täschle. Rot mit Schwarz, das hat mir so gut gefallen. Da haben wir gedacht, ja, Rot mit Schwarz mag sie ja auch, dann nehme ich das mal mit. Aber das verrate ich jetzt nicht, was das gekostet hat. Aber schön ist es, mir gefällt es super. Der Frau gefällt es hoffentlich auch. Die hat es noch gar nicht gesehen. Tja, so weit, so kurz. Ein kleiner Aktionseinkaufs- oder wie man heutzutage sagt, Aktionshaul-Video. Nur ein paar Artikel. Bin ja eigentlich nur wegen diesen Gläsern dahin gegangen, weil ich ja, wie gesagt, die Äpfel aus meinem Obstgarten einkochen will, weil wenn ich jetzt einen ganzen Korb voll Äpfel sammle, so viel Äpfel esse ich gar nicht, und wenn die längere Zeit liegen, werden sie ja kaputt, und da kocht man die ein oder macht man Marmelade dazu, und da wollte ich eigentlich nur diese Gläser kaufen, und dann habe ich noch ein paar andere Sachen mitgenommen, wie es halt mal manchmal vorkommt, aber ich habe ja schon vorher beim Tanken wieder gespart. Weil in Polen war ja
Benzin wieder knapp 40 Cent billiger als in Deutschland, der Liter 40 Cent. Ne? Und da macht es natürlich schon was aus. Hab zwar nicht leer, ich fahre in der Tank nicht mehr leer, weil dann muss man an der Tankstelle fahren, wo als nächste kommt, während wenn man schon tankt, während noch viertels voll ist, dann kann man sich die Tanke aussuchen. Und diesmal hatte ich ja nicht einmal halb leer noch der Tank, aber habe trotzdem gleich mal nachgefüllt, weil nächste Woche muss ich wieder viel fahren. Ich muss zu meinen Kunden, muss meine Waren ausliefern. Ja, und jetzt mache ich hier mal ein Ende von dem Video. Also auf die Backform freue ich mich schon, wenn ich die ausprobiere. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und schaut mal wieder rein hier auf dem Kanal. Tut ein Abonnieren. Ich mache mehrere solcher Videos. Und über ein Like würde ich mich natürlich auch freuen, ganz klar. Und dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.